Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Okami HD. Beim letzten Mal haben wir die Macht des Wassers erlernt. Whee. Wenn ich jetzt auf das Wasser treffe. Whee. Jetzt können wir Wasserstrahlen machen. Kann doch nicht jeder. Außerdem haben sich inzwischen ein paar Damen zum Baden in der heißen Quelle eingefunden. Schon mal weit nicht alles gibt. Dann können wir doch mal... Oh, ist da was für den Boden verbuddelt? Ich wollte eigentlich nur eine bessere Kameraeinstellung von hier vorne kriegen, aber hier ist tatsächlich noch ein Lackwaren-Set im Wasser. Okay. Man kann auch bestimmt irgendwie, wenn die Kamera so ein bisschen rausschaltet. Oder geht er vielleicht noch von oben? Schauen wir mal. Machen wir uns mal da so eine Wassersäule hin, auf der wir stehen können. Und dann vielleicht jetzt. Aber bestimmt irgendwie Wasser da reinführen oder nicht. Block. Jawohl, das hat funktioniert. Und das hat auch das Tor geöffnet. Also das mussten wir sogar machen. Okay. Da denkt man, man hat mal was gefunden und so, aber nö. Dann musste man das machen. Okay, kriegen wir ein paar Yen. Auch nicht schlecht. Und dann rennen wir mal weiter auf der Suche nach einem weiteren Hundekrieger. Zack, und noch vier weiteres Glück. Und hier ist jemand, der traurig ist. Aber erstmal haben wir noch mehr Spatzen, die wir füttern können. Ja, die sind dann auch gefüttert. Und dann schauen wir mal, ist hier zufällig noch irgendwas in der Nähe? Sieht nicht so aus, ne? Bestimmt irgendwo noch irgendwas. Das sieht mir hier so auffällig aus, vor allem wegen dem heulenden Tai. Switcher, Switcher. Wow, ganz schön viele Switcher hier. Hey, was soll denn das ganze Geswitcher, Kind? Kind, ja. Okay. Nenn mich nicht Kind. Ich habe einen Namen, weißt du? Der lautet Tai. Aber ich zwitschere nicht, ich weine. Switcher, Switcher. Okay. Heulsuse, Tai. Oh, du weinst. Also, was soll dieses komische Geweine von dir? Take ist weg. Der verschwand, während wir draußen spazieren waren. Switcher, Switcher. Wer ist Take? Ist er ein Freund von dir? Er ist mein Hund. Ich habe meinen Hund verloren. Switcher, Switcher. Okay, und da kommt unser Hundesucher. Der jetzt schon mal einen Hund sucht. Oh, wow, der Hundesucher ist plötzlich erschienen. Das bedeutet... Ja, was könnte das nur bedeuten? Ich habe das Gefühl, dass hier irgendwo irgendwas sein müsste. Vielleicht bei Nacht besser sichtbar. Ich habe das Gefühl, als wäre hier nur irgendwo irgendwas verbuddelt. Nee, vielleicht kommen wir bei Nacht wieder. Kann nicht so wichtiges sein. Naja, es ist überraschenderweise in die Richtung, in der es auf der Karte auch angezeigt ist. Wahnsinn. Oh, guck mal, Tiger. Hier habt ihr ein bisschen Fleisch. Was haltet ihr davon? Ist lecker, ne? Mmh, yummy, yummy. Na, immer ein weiteres 10 Glück. Und da war dann die Cutscene. Okay, gut, dass wir nah dran waren. Siehst du auch, was ich sehe, Ami? Oder habe ich Halluzinationen? Oder sowas? Weiß ich nicht, Isu, was du so hast. Der Bambus da drüben sieht aus, als ob er blinken würde. Vielleicht finden wir etwas Interessantes darin, wenn wir ihn fällen. Ja, vielleicht. Das habe ich genau gesehen. Geschafft. Ja, es war auch total schwer, Isun. Was macht denn ein Hund da drin?
Sure. Satake. Satake ist wieder da. Satake? Was ist los, Junge? Warum knurrst du? Switch, warte mal. War es dieser weiße Wolf, der dich verschwinden ließ? Oh Mann. Hey, warte. Hey, ich glaube, dieser Flohsack versucht uns etwas zu sagen. Weißer Wolf. Mit welchem Recht trägst du den Hundesucher? Kämpf mit mir und beweise, dass du würdig bist, ihn zu tragen. Hey, also nicht erzählt, wie hungrig er ist. Das ist der Hundekrieger Gi. Hast du das gehört, Ami? Er muss einer der Hundekrieger sein. Der Hundesucher hat ihn echt wütend gemacht. Was wirst du machen, Ami? Kampf beginnen wir selbstverständlich. Okay, sicher, dass du bereit bist? Na, gib jetzt alles. Ja. Dann wollen wir uns doch mal mit dem nächsten Hundekrieger anlegen. Ist ja nicht der erste, den wir bekämpfen müssen. Die Jungs haben aber keine Manieren. Dafür, dass Hunde sind, ne? So, dann hauen wir da mal kräftig drauf. Wenn wir mal einer seiner Angriffe ausgewichen sind. Ja, da versucht uns Sandauer in die Augen zu streuen. Er hat Sandwirbel benutzt. Wie dreist von ihm. Na, was tust du? Was willst du tun? Oh mein Gott, noch eine Attacke. Uah, gut ausgewichen. Erfolgreich. Und dann ist Take auch erledigt. Der hat dafür ein bisschen Geld gekriegt. Na, immerhin ein grün gewachsener Baum in beidem. Das ist okay. Hör auf damit, lass ihn in Ruhe. Ich werde nicht zulassen, dass du Take so fertig machst. Hör auf, oder ich werde dir eins verpassen. Warte einen Moment, Vögelchen. Wir machen hier niemanden fertig. Stimmt doch, du Flohsack. Na, komm schon, sag was. Ich weiß, dass Fusehime mich gerufen hat. Es ist meine Pflicht, Rothelm, den Schänder des Windschreins, zu besiegen. Aber ich kann nicht zurückkommen. Dieser Ort hier ist in großer Gefahr. Die Monster werden die Sasa-Zuflucht überrennen, wenn ich nicht da bin. Und der Spatzenstamm, sie würden alle... Ach, was soll ich denn tun? Er hat ja nichts für ungut, aber deine Kugeln leuchten. Und jetzt haben wir dein Leuchten geklaut. Erhalten! Pflichtkugel! Was ist das? Die Kugel der Macht hat dich gewählt. Mein Zwiespalt ist endlich gelöst. Ich werde hier für den Spatzenstamm gegen die Monster kämpfen. Sogar wenn wir getrennt sind, schlagen die Herzen der Hundekrieger noch wie ein Herz. Hä? Hey, warte mal eine Sekunde. Der Vogel ist immer noch sehr wütend. Die Kugel der Macht hat dich erwählt. Jetzt bin ich von meiner Pflicht befreit. Hey, okay, wie auch immer. Ich schätze, es wird irgendwie schon einen Sinn machen. Ja. Ich werde nicht zulassen, dass du Tage so fertig machst. Hör auf, oder ich werde dir eins verpassen. Ja, okay, okay, der Kampf ist zu Ende. Ja, in der Tat. Den können wir doch bestimmt auch noch füttern, ne? Hier hast du noch ein bisschen Fleisch. Ja. Nom nom. Nom 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 nom. Nom nom. Ach, 297. Wir kommen der ganzen Sache schon etwas näher. Schauen wir mal. Hier sind doch bestimmt, genau, noch mehr Tiere. Sogar noch mehr Tiger. Dann kriegen wir nochmal ordentlich Glück für. Und dann sind wir bei über 300. Yay, das hat ja auch lange genug gedauert. Dann können wir mal wieder unsere Tinte upgraden. Puh, war teuer, aber hat sich auch gelohnt. Endlich mehr Tinte.
Dann war es aber bestimmt immer noch nicht an Tieren, oder? Ha, hier sind noch Hasen. Hier kriege ich Grünfutter. So, dann haben wir auch ein paar Häschen gefüttert. Dann... Ich habe bestimmt noch ganz viele Sachen verbuddelt. Leider haben wir Tag und so. Von daher sieht man die leider nicht so gut, die versteckten Dinge. Hier müssen aber irgendwo noch Sachen verbuddelt sein, ich bin mir sicher. Ich wünsche, wir könnten einfach Nacht machen. Wirklich die Fähigkeit, auf die ich die ganze Zeit schon warte. Wir endlich Nacht machen können. Wir wollen nicht den Hasen aufnehmen. Ich meine, hier wäre irgendwo noch was verbuddelt. Frage ist, wo? Schauen wir mal. Finden wir irgendwann mal was? Nicht so wirklich, ne? Da haben wir jetzt große, viele Löcher in den Boden gemacht. Boden sieht gut aus. Aber ich sehe schon, es dämmert. Also, bald werde ich das Problem nicht mehr haben, tatsächlich blind suchen zu müssen. Wenn ich ihn noch so weißer mache. Dann will ich aber nicht unbedingt jetzt auf Nacht warten. Von daher gehen wir auch erstmal wieder. Wir werden mit Sicherheit früher oder später mal noch hier hinkommen müssen. Dann mit der Fähigkeit manuell Nacht zu machen. Und dann ist das hier sicherlich einfacher. Da ist mir sicher auf der Karte, dass hier irgendwo noch ein Abschnitt sein soll. Wahrscheinlich einfach nur Kosmetik. Um nicht einfach nur wie ein kompletter geraden Gang aussehen zu lassen. Naja, dann gehen wir halt erstmal wieder. Wie gesagt, wenn wir die Möglichkeit haben, manuell Nacht zu machen, können wir nochmal wiederkommen. Können wir nochmal suchen. Dann wollen wir jetzt wohl mal die anderen Hundekrieger suchen, ne? Wir hatten noch einen in Kamiki, glaube ich. Und einen im Wald, im Agatha-Wald. Wenn ich mir recht entsinne, was ich auf der Karte gesehen habe. Ah, was für eine großartige heiße Quelle. Wölflein, ich habe einen Krawall aus der Ferne gehört, aber... wieso wäschst du nicht den Dreck in der heißen Quelle von dir ab? Heiße Quelle? Ich denke, wir passen. Ist es nicht an der Zeit für dich, in Bambushorn zu gehen? Oh, du hast recht. Das Fest ist ja schon bald. Es findet in der Vollmondnacht statt. Die Vollmondnacht? Jo, das Dorf Kamiki veranstaltet das Kamiki-Festival in der Vollmondnacht zu dieser Jahreszeit. Hast du von der Legende gehört, wie die großen Helden Nagi und Shiranui die schreckliche Bestie mit Hilfe der Götter besiegt haben? Nee, die ist uns total neu, die Legende, und noch nie gehört. Darum zollt das Dorf den Göttern und dem heiligen Baum Respekt. Dieses Jahr ist das 100. Jubiläum des Sieges über die Bestie. Ich mach mal lieber meine Bambusware fertig, die ich auf dem Fest verkaufen möchte. Ja, das würde ich dir vorschlagen. Ja, Bratwurst, ich liebe Feste einfach. Wieso habe ich nur das Gefühl, dass in keiner anderen Sprache das Bratwurst steht? Ja, wir müssen an diesem Tag unbedingt ins Dorf Kamiki gehen. Ach, und übrigens, Wölflein. Ja, ich würde dir gerne etwas geben. Zum Dank für deine Hilfe. Beim heiße Quelle-Grabespiel. Ja, es ist nichts Besonderes. Aber vielleicht würde es dir nützlich sein. Hier für dich. Erhalten eine Meerjungfrau. Münze. Ich weiß nicht, warum das zwei Wörter sind. Ja, danke, Großväterchen. Wow, das ist aber eine schmutzige Münze. Es gibt überall in Nippon kleine Quellen, die als Meerjungfrauenquelle bekannt sind. Man sagt, dass man zwischen ihnen reisen kann, indem man diese Münzen hineinwirft. Wenn das stimmt, dann kannst du durch ganz Nippon in kürzester Zeit reisen. Wirklich? Das sind ja abgefahrene Münzen.
Sie müssen sehr wertvoll sein. Nein, nicht wirklich. Man kann sie sogar in Geschäften hier in der Umgebung kaufen. Ich hatte sie auch nur behalten, weil ich sie hübsch fand. Ich besitze leider nicht viel. Tut mir leid. Nee, hör mal, Kollege Bambus, das ist schon mehr als genug. Außerdem haben wir jetzt Nacht. Gut, habe ich lange genug dämlich rumgeeiert, dann können wir jetzt auch die verbuddelten Sachen mal eben holen gehen. Wenn wir sowieso einmal Nacht haben und hier sind und so, ne? Ja, ich bin mir recht sicher, dass noch ein paar verbuddelte Sachen hier in der Gegend sind. Wir haben irgendwie noch nichts ausgebuddelt. Na, schauen wir uns erstmal hier um. Ja, hier ist tatsächlich was. Oder muss ich mir auch knapp daneben gegraben haben? Hatte ich nicht hier irgendwo gegraben? Ich meine, ich hätte irgendwo gegraben. Hier finden wir auf jeden Fall erstmal schon ein Räuchergefäß. Yay! Dann haben wir doch bestimmt hier oben auch noch irgendwo was zum Freibuddeln oder nicht. Ja, oh, da muss ich aber auch, wie gesagt, knapp daneben gebuddelt haben. Bei beiden. Das ist ja beeindruckend. Ja, was haben wir hier drin? Hier haben wir einen weiteren goldenen Pfirsich drin. Und hier haben wir eine weitere verschollene Perle drin. Okay, das hat sich zumindest gelohnt. Zumindest zwei nützliche Items, für die ich extra nochmal hier hochgelatscht bin. Und das Räuchergefäß bringt Geld. Also, immerhin. Immerhin etwas. Nicht viel, aber immerhin etwas. Außerdem war es scheinbar eine sehr hohe Treppenstufe, an der Amaterasu gerade ein bisschen hängen geblieben ist. Kann ja mal passieren, ne? Jeder bleibt mal an der Treppenstufe hängen. So, Herr Bambus, was hast du noch so zu erzählen? Es ist fast schon Zeit für das Fest. Der Vollmond wird bald aufgehen. Es ist jetzt genau 100 Jahre her, seitdem die Bestie besiegt wurde. Aber ich denke immer an Kaguya, wenn ich über den Vollmond spreche. Wie sie es geliebt hat, den Mond zu betrachten. Ich schwelge schon wieder in Erinnerungen. Ich werde noch im Armenhaus enden, wenn ich nicht bald meine Bambusware fertig mache. Ja, dann mach doch mal. Fang doch einfach mal an. Na, kleine Schritte. So, wir könnten natürlich jetzt die Meerjungfrau-Münze benutzen, um schneller in den Agatha-Wald zurückzukehren. Oder wir könnten zu Fuß in den Agatha-Wald laufen, der jetzt nicht so weit weg ist. Und können gucken, ob wir auf dem Weg nicht noch vielleicht ein paar von den gezeichneten Gegnern finden, die wir ja hier in der Gegend suchen. Man kann ja mal schauen. Wir haben ja gerade zufällig Nacht. Na, solange wir Nacht noch nicht selber machen können, ist vielleicht nicht schlecht. Wie wäre es mit der Rolle hier zufällig? Jawohl. Ich habe inzwischen gelernt, dass wenn man einen Kampf betritt und die Kampfarena rot umleuchtet ist, dann ist es auf jeden Fall ein Kampf, wo einer der Gezeichneten drin ist. Hier ist zum Beispiel der rote Teufel, der Verachtete. Hey! Auch in diesem Monster steckt ein exorzierender Pfeil. Das bedeutet, irgendjemand wollte dieses Monster wirklich loswerden. Na, lass es nicht entkommen. Ja. Dann wollen wir doch mal den fliegenden Fisch vom Himmel holen. Und zack. Hallo und zack, danke. Roter Teufel, der Verachtete, besiegt. Ja. Plopp. Geisterkugel M erhalten. Oh, okay. Greifbar gemachter Glaube gibt eine in Einheit Solarenergie. Boah, da ist sogar noch ein Gegner nachgespawnt, der instant gestorben ist, weil wir den gesuchten Gegner schon getötet haben. Dadurch haben wir überraschenderweise bei Zeit einen sehr guten Rang bekommen. Ja, das war ein Monster von der Racheliste. Und wir haben es gefunden. Junge, man weiß nie, was man als nächstes findet. Du weißt diese Racheliste, die du hast? Nun, du kannst den Namen des Monsters, das du dich gekümmert hast, ausstreichen. Das Monster, das du gerade besiegt hast, ist auf der gesuchten Liste. Nimm deinen Pinsel und streiche den Namen auf der Liste aus. Ja, roter Teufel, der Verachtete, den haben wir gerade eben erledigt.
Das ist ein Monster weniger. Wenn es so weitergeht, dann dauert es nicht lange. Du hast alle Namen ausgestrichen. Nachdem du sie besiegt hast, solltest du das Mädchen besuchen. Vielleicht wird sie dir eine Belohnung geben. Ja, vielleicht. Man könnte auch sagen, mit Sicherheit. Aber vielleicht. Vielleicht gibt es eine Belohnung dafür, alle zu besiegen. Dann schauen wir doch mal, ob wir nicht irgendwo noch mehr finden. Hier auf jeden Fall nicht. Oh, du bist es, Hühnchen. Du bist wieder da. Ich habe die ganze Zeit hier im Untergrund so rumgehangen. Aber leider der Gedanke, dass du kommen und mich besuchen würdest, hat mein Herz erfreut. Das ist nicht so ungewöhnlich. Okay, dann. Lass uns spielen. Die Mauli-Staubwolken-Formation. Es ist egal, wer gewinnt. Ich will aber gerade nicht spielen. Kollege, ich habe nur begrenzt viel Mondlicht. Ja, dann suchen wir doch einfach mal. Vielleicht hier in der Gegend irgendwo. Du da vielleicht? Nö, du da nicht. Ah, jetzt haben wir auch die komischen Kraniche, die wir noch speziell letztens gefunden haben. Jetzt haben wir auch als normale Gegner in diesen Schriftrollen. Und dann haben wir Tag. Und dann ist dieser Gegner despawned. Das heißt, das war einer der gesuchten Gegner, denn der ist nur nachts da. Yay. Naja. Wir erinnern uns vielleicht daran, dass wir hier in dieser wunderschönen Höhle noch Schatztruhen gesehen hatten, die in Flammen standen, wo Pfützen daneben waren. Und jetzt, da wir die Macht des Wassers haben, können wir ja vielleicht mal schauen, ob wir das mit was tun können, ne? Vielleicht. Das ist nur so eine Vermutung. Wir können es ja mal ausprobieren. Ob ein einfacher Wasserstrahl diese Schatztruhen löschen kann. Spiel? Würdest du bitte? Danke. Yay, mehr kostenloses Futter für uns. Ist gut, wir haben in letzter Zeit viel Futter verbraucht. Hier haben wir nämlich zum Beispiel eine brennende Schatztruhe. Einmal Wasser auf die Schatztruhe. Aha! Und dafür kriegen wir einen Kristall. Kristall, der einen verzaubernden Glanz ausstrahlt. Okay. Ich meine, an die nächste kommen wir noch nicht ran. Weil wir, glaube ich, die Kamera nicht so gestellt kriegen, dass wir gleichzeitig Wasser und das Ding auf einmal in der Kameraeinstellung haben. Die ist ganz fies gesetzt, die Pfütze da hinten. Ich meine, da bräuchten wir eine andere Fähigkeit für die Schatztruhe. Ja, sieht ganz so aus. Schade aber auch. Wäre auch zu schön gewesen. An das Teil, da kommen wir auch immer noch nicht ran. An das, was da drunter ist, kommen wir auch noch nicht ran. Also viele Fähigkeiten, die uns noch fehlen. So viele Fähigkeiten. Dann können wir jetzt, glaube ich, mal Richtung Agatha-Wald laufen, ne? Der ist ja gleich hier um die Ecke. Können wir auch noch beim Händler eben vorbeispringen. Unser Futter mal wieder auffüllen. Das bisschen, was wir verbraucht haben. Die Taka-Ebene ist ein gefährlicher Ort geworden. Seitdem der göttliche Wind aufgehört hat zu wehen. Und es kommen auch nicht viele Reisende vorbei, die etwas verkaufen. Das Handeln ist schwierig geworden. Mit einem frischen Fisch aus dem Agatha-Wald könnte man jetzt ein Vermögen verdienen. Aber was soll's? Bist du geschickt worden, etwas einzukaufen, Hündchen? Ich glaube, das hatten wir schon mal gehört, aber es ist lange her. Verkaufen. Erstmal, wir haben hier noch Schätze, ein Räuchergefäß, ein Lackwarenset und Kristall. Wir könnten immer noch die Fische hier verkaufen für gut Profit. Aber ich will vor allem noch einkaufen. Ja, wie gesagt, ich meine, den Text hätten wir schon mal gehört. Kaufen. Wir können jetzt mehr Jungfrauenmünzen kaufen. Ja, vor allem will ich mehr Futtersäcke haben. Wir können eigentlich auch mal ein paar davon kaufen, ne? Nur so für den Fall, dass wir tatsächlich mal teleportieren wollen, statt zu laufen. Okay. In der Regel werde ich wahrscheinlich laufen. Es sei denn, es sind wirklich richtig lange Strecken, dann natürlich teleportieren. Aber für kürzere Strecken wie die hier laufe ich auch gerne. Das ist schon okay.
mal erstmal gucken wir uns hier wieder unsere schöne selbstgebaute Brücke an. Die sitzt da immer noch sehr gut. Und dann können wir... wo gehen wir als erstes hin? Eine gute Frage. Hier gibt es sicherlich einige neue Sachen zu erledigen. Wir könnten zum Beispiel mal oben bei der Quelle vorbeischauen. Denn jetzt haben wir ja Wasserfähigkeiten. Vielleicht können wir hier oben jetzt irgendwas machen. Schauen wir mal. Wir haben auf jeden Fall eine Kakazin gefunden. Mit Kushi. Das Wasser hier sieht so lieblich und kühl aus. Jetzt ist es Zeit zu arbeiten. Hier ist das Fass. Ja. Da ist das Fass. Das ist richtig. Sieh mal einer an. Es ist Kushi. Na, was machst du hier, Süße? Oh, ach, ihr seid es. Schneeflocke und Isun. Ich bin hier, um Vorbereitungen für das jährliche Fest zu treffen. Ich bin gekommen, um Wasser zu holen für den Sake, den wir den Göttern opfern wollen. Ihr wollt Amaterasu betrunken machen? Guter Plan. Die Leute sagen, dass das Wasser hier in der Hitoshio-Quelle göttliche Kräfte hat. Wir mischen es immer mit dem heiligen Sake, den wir für das Fest benutzen. Auf diese Weise wird der 8 Purification Sake gemacht. Warum ist Purification nicht übersetzt? Wer weiß. Wow, warte mal, Schwester. 8 Purification Sake? Naja, du meinst das heilige Getränk aus der alten Legende? Naja, genau den. Das geht zurück auf die Legende von Nagi und Shiranui. Es war der wundersame Sake, den sie benutzten, um Orochi zu besiegen. Anscheinend haben sie die Bestie betrunken gemacht und ihm dann seine Köpfe abgeschlagen. Es riecht schon stark genug, um jeden betrunken zu machen. Ja, das klingt nach einem sehr günstigen Aufenthalt in der Kneipe. Reingehen, betrunken. Ja, ich weiß nicht, ob diese Legende wirklich wahr ist oder nur eine Lüge. Aber wir opfern den Göttern Sake beim Fest und beten um Frieden. Ja, du brauchst sicherlich Hilfe, das Wasser da reinzukriegen, ne? Übrigens, Schätzchen, ich habe mich gefragt. Du willst dieses Fass mit Wasser füllen? Da hast du recht. Wir brauchen genug für alle Dorfbewohner. Deshalb muss ich das Fass bis an den Rand füllen. Aber wie füllst du ein so großes Fass mit Wasser? Und selbst wenn du es schaffst, wie trägst du es zurück ins Dorf? Da hat sich aber nicht drüber nachgedacht. Macht ihr das nicht jedes Jahr? Habt ihr nicht irgendeine Routine dafür? Das ist eine gute Frage. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Normalerweise kümmert sich Susano darum. Ah, das ist die Antwort, okay. Er ist so stark. Für ihn ist das fast so für, wie für mich eine Feder. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie ich das schaffen soll. Wie dumm von mir, dass ich nicht vorher darüber nachgedacht habe. Ja, das ist fast überhaupt leer hier hingeschleppt. Das Ding ist riesig und das Holz. Ich frag mich, wie ich das Quellwasser ins Fass bekomme. Na, dummes Mädchen. Ja. Oh, danke für die Kameraeinstellung, Spiel. Ganz unauffällig. Das ist seltsam. Wie ist das Wasser von alleine in das Fass gekommen? Je, keine Ahnung, wie das passiert. Und es passiert noch mehr. Komisch. Wieso war nur passiert? Wahnsinn. Ja. Ach, wie wunderbar. Das Fass ist bereits voller Quellwasser. Das wird genügen für den heiligen Sake für das Fest. Exzellent. Jetzt müssen wir es nur noch zurück ins Dorf bringen. Das nach Hause tragen? Ja, aber das muss eine Tonne wiegen. Oh mein Gott, es ist ein einfacher Gegner. Was sollen wir nur tun? Was ist das? Willst du auch etwas von dem Quellwasser?
Ja, ich bin mir sicher, der will was von deinem Quellwasser, während er an der Quelle steht. Ach, Entschuldigung, ich werde das schnell aus dem Weg nehmen. Das Quellwasser hat den Imp erledigt? Beeindruckend. Zurück, du Bestie! Ich spaziere hier so durch die Gegend. Na, und sieh an, was ich hier finde. Oh ja, das ist der größte Krieger aller Zeiten. Und er kommt zu unserer Rettung. Oh, du bist es. Susano? Noch einen Schritt weiter zu der Dame und es wird dein letzter sein. Oh mein Gott, so viele Gegner. Der große Susano, Nachfahre des Helden Nagi, verbietet es. Fürchte dich nicht, meine schöne Kushi. Susano ist hier, um dich zu retten. Das sieht aber schlecht aus. Ich werde mein Schwert im Namen der Liebe schwingen. Susanos Stiel, Schwert der Leidenschaft. Los geht's. Los. Meine. Kushi. In. Ruhe. Susano, pass auf! Und zack! Doch beeindruckend, Susano! Eine Runde Applaus. Hey, du hast es geschafft, Alter! Das war beeindruckend! Got you soon. Wingman Nummer 1. Du sahst ja erst ein bisschen ängstlich aus. Na dann hast du es ihnen vor der Dame aber gezeigt. Susano, danke dir. Ich hätte nicht gedacht, dass ich solche wilden Monster hier treffen würde. Bist du verletzt? Susano? Ich wusste es. Ich wusste es die ganze Zeit. Seltsame Dinge passieren die ganze Zeit seit... Erst dieser Felsen Kamiki, dann der Kampf mit den Bären. Und jetzt das. Mein Schwert ist mit einer seltsamen Macht erfüllt. Hör meine Worte, o Geist, der du mein Schwert bewohnst. Ich lasse mich nicht kontrollieren wie eine Marionette. Bei den Göttern, ich werde deine schändlichen Pläne durchkreuzen. Und da rennt er. Und ich bin schon wieder voll mit Wolfsauer. Ekelerregend Wolfspucke. Der wunderbare Isun fühlt sich angegriffen. Warum musste ich? Wo ist Susano? Wo ist er denn schon wieder hin? Er ist gegangen, ohne ein Wort zu sagen. Ich weiß nicht, er hat einen Monolog gehalten. Naja, was hat er sich nur gedacht? Ich meine, er hat doch den Kampf gewonnen. Ja, jetzt wäre es an der Zeit, das Herz der Dame zu erobern. Zumindest hätte er ihr helfen können, das Fass zu tragen. Es ist okay. Ich glaube, er muss andere Dinge erledigen. Es gibt keinen Grund, ihn damit zu belästigen. Ich bin sicher, ich schaffe das auch alleine. Ja, bestimmt. Das hat sich nach diesem Kokari-Jungen angehört. Steckt er schon wieder in Schwierigkeiten? Wir sollten mal nachsehen gehen, Ami. Die sollten wir wohl, ne? Und der Hundesucher ist zurück. Wow, der Hundesucher ist plötzlich erschienen. Das bedeutet... Ja, wer hätte es nur gedacht, dass der Hund, den wir hier schon mal gerettet haben, vielleicht auch zu den Hundekriegern gehört. Wow, welch unfassbare
Erkenntnis. Wahnsinn. Aber erstmal haben wir jetzt mit der Kraft des Wassers hier unten ganze 3 Schatztruhen, die wir löschen können. Also fangen wir damit nochmal an. Nummer 1 hat einen heiligen Knochen M. Ja. Schatztruhe Nummer 2 hat eine verschüttete Perle. Schon besser. Und Schatztruhe Nummer 3 hat ein weiteres Bullenhorn. Ja. Und dann können wir von da aus noch eine Wassersäule steigen lassen. Dann wollen wir doch mal schauen, was sich hier oben auf der Säule befindet. Ha, ich sehe da vorne eine Schatztruhe. Und in dieser Schatztruhe ist ein weiteres Lackwarenset. Ja, sehen wir sonst noch irgendwas oben? Nicht wirklich, ne? Na gut, dann würde ich sagen, nachdem wir Susanne und Kushi mal wieder geholfen haben und den Hundesucher mal wieder rausgeholt haben, machen wir an dieser Stelle erstmal wieder eine kleine Pause und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn wir mal schauen, was zum Teufel mit Kokari schon wieder los ist. Bis dahin. Hallo.